Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zurück zu SimCity 4 Deluxe. Ja, wir sind nun aus den Good Old Times raus und wir nehmen das als Projektchen auf. Das heißt, diesen Monat wird kein Good Old Times kommen, wie schon angekündigt. Das heißt, das nächste Good Old Times wird ab dem 1.1.19 laufen. Was da dran kommt, lasst euch einfach überraschen. Ich lasse mir was einfallen, vielleicht. Ja. Wird es eine kleine Überraschung für den einen oder anderen, aber wie gesagt, lasst euch einfach überraschen und wir starten jetzt hier in eine neue Runde und ich sehe schon, wir müssen hier unten gleich mal rangehen, denn die haben keinen Strom. Jetzt ist die Frage, ob die Nachfrage überhaupt noch so hoch ist. Na, siehste. Eben nicht. Das habe ich nämlich, glaube ich, verpennt. Naja. So, wir haben mal sehen, wie es sich entwickelt. Was haben wir denn hier? Zombiehirne haben wir, glaube ich, schon. Haben wir, glaube ich, schon gemacht. Schalte Dr. Wu's geheimes Versteck aus. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Das möchte ich jetzt ungern hier machen, weil da ist direkt die Schule daneben. Alter Schwede, was haben wir denn hier? Ach, das ist Industrie. Ja, stimmt. Ha, stimmt. Das ist Hightech-Industrie, die ich da reingepflanzt habe. Ich mache jetzt erstmal auf Play und schaue, wie es sich entwickelt. So, haben die da hinten Wasser? Ja, haben sie. Sehr gut. Kranker Busfahrer. Ja, komm. Erstmal ein Taxi mitnehmen. Gottes Willen, wie viele Busse sind denn hier unterwegs? Oh, ich hoffe, die Kirche hört mich nicht im Hintergrund. Alter Schwede, jetzt mal ohne Witz, wie viele Busse sind hier unterwegs? Das muss ich mal runterschrauben. Gar nicht. Vor allem, welcher Vollidiot platziert dort oben eine Haltestelle? Das kann ja bloß nicht gewesen sein. So. Nur noch drei. Gottes Willen. Ganz dort unten. Ich habe die schon ein bisschen blöd platziert. Ich muss die nächstes Mal ein bisschen dicht beieinander platzieren, damit ich die Mission schon da habe. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Oh Kirche, halt doch deine Klappe. Aber jetzt mal ohne Witz, was machen die ganzen Busse hier? Ich muss hier lang fahren. Ich drehe mal gleich den öffentlichen den Saft runter. Das ist ja furchtbar. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwo darunter, das sollte man mal, das sollte man hinkriegen. So, dann fahren wir hier rechts. Ich habe die im letzten Eck platziert, das ist ja. Hä?
Jetzt sag mir bitte, dass das nächste. Okay, das nächste ist da hinten. Da drehe ich jetzt einfach den. Oh! Okay, ich kann einfach Shift drücken, dann ist der auch umgedreht. Aber sag mir nicht, dass ich jetzt noch einmal hoch ins Industriegebiet muss und dann. Und dann nochmal hier runter. Das wäre ja total nervig. Was ist, wenn ich jetzt aus der Map rausfahre? Was wäre dann? Bloß mal so als Überlegung. Nicht, dass ich es machen will, aber... Wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwo mal die... Huch! Nein. Dass wir irgendwo mal die Schienenwege und so einfügen. Weil da gibt's auch Güterbahnhof und alles. Ja, wir sind ja ein bisschen geleitet von Transportführer. Wir möchten natürlich auch Züge haben. Das ist natürlich logisch. Oh, das sieht gut aus. Noch eine Bushaltestelle. Jawohl. Oh nein! Das ist ja eine Einbahnstraße. Okay. Da musst du echt drauf aufpassen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Was habe ich letztes Mal gesagt? Von der rechten Spur links abbiegen ist natürlich auch klasse. So, was kriege ich jetzt dafür? Ein Tagungszentrum. Oh. Okay, cool. Ich speichere kurz. Ich muss mal gucken, ob das Einnahmen macht, weil dann platziere ich es natürlich gleich. So, Geschenke. Leuchtturm. Da haben wir hier noch die Universität. Hier das Tagungszentrum. Monatlicher Bonus 220. Verbessert die Geschäftsmöglichkeiten in der Stadt. Okay, das heißt, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das in der Nähe von Gewerbe macht. Jetzt ist die Frage... Attraktivität von Gewerbe ist eigentlich überall ziemlich gut. Okay, hohes Gewerbe möchte nicht da rein. Das ist irgendwas mit Güter. Dann würde ich ja schon glatt sagen, dass wir dieses Tagungszentrum hier drüben irgendwo reinbekommen. Genau, und ans Tagungszentrum gehört natürlich auch ein Parkhaus. Das ist so groß. Okay, machen wir das mal alles wieder aus. Okay, dann würde ich das Ganze mal planen, und zwar die drei so. Das heißt, wir kommen mal... Halt, wie viel kostet das? Monatliche Kosten 5. Das haben wir gerade noch so. Wie groß ist denn dieses Tagungszentrum, mal blöd gesagt? Oh, das wäre genauso breit wie... Okay, dann reißen wir das wieder ab. So, dann kommt hier das Tagungszentrum rein. Genau. Und dann dort hinten
Dann kommen wir hier nochmal das Niveau. Niveau für Bau ungünstig. Fett? Wie Niveau für Bau ungünstig? 1, 2, 3. Hä? Was soll denn bitte das heißen? Okay, da ist dir die Auffahrt im Weg. Okay, wusste ich auch nicht. So, sehr schön. Und du brauchst noch Strom. Kriegst du. Jetzt ist es da echt im Weg. Das ist ja echt bescheuert. Hm. Wie groß ist denn die? Um Gottes Willen, okay. Sonst habe ich noch nichts freigeschaltet. Wie sieht's denn mit unseren Finanzen überhaupt aus? Es kann nicht sein, dass Agrar immer noch so nachgefragt ist. So. Das kann doch nicht sein, oder? Das ist. Ist das nicht hohes Gewerbe? Attraktivität für hohes Gewerbe? Ist hier jetzt nicht so? Warum ist das jetzt hier nicht so? Wenn ich dich jetzt gerade hier drüben platziere, mal gucken, was passiert. Ja, die Stadt sieht doch schon mal schick aus. So, wie, was macht denn der Verkehr überhaupt? Hier ist die absolute Hölle los. Ja, warum fahrt ihr auch alle hier? Hier ist auch die Hölle los. Hier oben. Na gut, wenn das um 1 versetzt ist, ist es natürlich auch. Dafür habt ihr doch die Schnellstraße, Mensch. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass hier irgendwas. Dass hier irgendwas Schnelles passiert. Also irgendwie. Dass da mal die Autobahn weitergeführt wird oder sonst irgendwas. Ich probiere jetzt mal, ob der das annimmt. Nein, okay. Der nimmt das nicht an, weil hier überall. Okay, wieso macht der das nicht? Einmal so und einmal so. Perfekt, sehr schön. Halt. So. Ja,
Ja, ist ein bisschen blöd, ich weiß. Ich weiß halt nicht, was diese Straßenzipfel da unten sollen, oder warum ich die da überhaupt hingemacht habe. Nachfrage nach Wohngebiet. Das kann ja nicht sein, oder? Das kann ja nicht sein. Ihr könnt ja nicht... Es können doch nicht dauerhaft mehr Leute reinkommen, oder? Jawohl, wenn ihr wollt. Ich baue immer. Ist kein Ding. Zum Anbinden bis zum Ende einer ebenerdigen Autobahn, erhöhten Autobahn oder Allee ziehen. Ah. Aber warum? Wie kriege ich das jetzt hier fest? Klicke, um die Überführung durch die an den Mauszeiger. Hä? Und wie kriege ich die Autobahn da jetzt ran? So? Hier stellt sie sich nochmal. Okay. Alles klar. Probieren wir mal. Hier kommt. Nein. Hier kommt. Ja. Doch, hier kommt das hin, ja? Genau, so, das sind mal die Vorplanungen hier. Kann ich das bis hier hinziehen? Nee, das muss eine Allee sein. Ja, okay. Okay, hab verstanden. Ja, aber ich will ja hier ein erhöhtes Kreuz haben. Genau. Das möchte ich ja hier haben. Jawohl, das möchte ich auch so haben. Flucht im gestohlenen Auto, schnappt ihr den... Nein, noch nicht. Gut, also, ihr bekommt Wohngebiet, wenn ihr das möchtet. Zack, zack, zack. Ja, sehr gut. Dann Dreier.
Warum ist denn das so bescheuert aufgeteilt? Hey! Okay. Ja, das habe ich jetzt. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ja, so. So und so. Dann bekommt ihr da Wasser rein, genau. Sehr schön. Verdächtiger Ambulanzfahrer ausgerutscht auf Lammermesser. Verdächtiger Ambulanzfahrer habe ich gemacht. Ausgerutscht auf Lammermist. Nun machen wir mal das. Weil ich hatte das ja letztes Mal in Erinnerung. Wir hatten nicht das Rot umkreiste. Mal gucken, wo wir später irgendwo die Universität. Ich würde am liebsten würde ich die Universität so ein bisschen so ein Park machen, damit ihr wirklich schön alleine steht. Und jetzt was? Jetzt zum Krankenhaus schnell. Oh, okay, dann habe ich glaube, ich habe die Mission schon gemacht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die Frage, wo ist denn das Krankenhaus? Ach, hier. Aus dem Weg, hier kommt der Arzt. So. Ach so, stimmt, da gab's. Ja, stimmt, da gab's das große Ärztehaus, ja. Du kannst sie mit Geld bewerfen. Was genau ist das? Haben wir das schon gemacht? Entweder haben wir das gemacht oder es schneidet das Band durch. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube, wir haben schneidet das Band durchgemacht. Und bei dem sind wir gestorben. Wenn mich nicht alles täuscht. Weil so ein. Weil wir, glaube ich, in den LKW reingefahren sind. Okay, wir müssen am Klärwerk vorbei. Boah, da sind so viele LKWs. Nur gegen einfahren und wir sind tot. Nee, das habe ich auch schon gemacht. Ach Gott, okay. Nein, das habe ich auch. Ja. Irgendeine von denen habe ich immer gemacht schon, aber ich bin mir immer nie sicher. Boah, Alter, ich kann sogar gegen einen großen LKW fahren und das macht mir nichts. Ich würde es nicht zu laut sagen.
Also ich habe jetzt die Mission gemacht, wo mir minus 50 Bürgermeisterbewertung gibt. Also eigentlich, ich glaube, ich habe alle, also alle negativen, also alle, wo ich halt was Geiles, glaube ich, bekomme. So war das, glaube ich, früher, wenn du die Mission machst, wo du minus Bürgermeisterbewertung machst, dann bekommst du immer was Gutes. Ja, genau, das habe ich schon gemacht. Bring das Paket zur Deponie her. Ich glaube, ich habe das andere noch nicht gemacht, diesen Onkel Winnie um einen Gefallen bitten. Egal, machen wir das halt auch nochmal. Ich glaube, da habe ich die Giftmülldeponie. Da kriegst du, glaube ich, die Giftmülldeponie. Oder? Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir ankommen. Ja, okay. Weiß ich Bescheid. So, jetzt auf dieser Straße. Ja, Leute, dann fahrt halt nicht da hinten lang. Ganz einfach. Ich kann das gern machen, aber. Bin mal gespannt, ob das dann wieder weggeht. Das ist doch das Schwache, oder? Was habe ich denn platziert? Was habe ich denn hier platziert? Das ist gar nicht das Schwache. Doch. Okay, aber die wollen hier nicht hin. Ihr macht mich fertig, ey. Dr. Wucloud-Bus haben wir schon gemacht. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das auch wieder für diese Folge. Ich bin gespannt, ob sich hier überhaupt was ansiedelt. Was fehlt denn da? Fehlt da Bildung? Fehlt da Bildungsstand und alles? Egal, das gucken wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.